Hallo. Hallo. Wieso kriege ich keinen Minirock aus den Scheißkisten? Weil der Minirock ist doch nur dieses Gamescom-Loot. Nee. Also wenn ich die normale Kiste kaufe und draufklicke, dann steht dran Preview für die Kiste, die du gerade gekauft hast. Irgendwie so. Ja, das ist dieses Wanderer Crate, aber da kriege ich auch nie was raus, weil da ist wirklich cooles Zeug drin. Ich kriege immer nur das Survivor Crate und dann immer nur Mützen. Ich habe auch keine Ahnung, du bekommst eh immer nur die gleiche Scheiße. Jetzt ziehe ich die rot-weiße Mütze an und dann zieht das T-Shirt aus. Der Typ scheint cool zu sein. Mann, ich habe heute eine Runde gespielt. Oh, warte. Jetzt haben wir, glaube ich, nicht First Person oder hast du umgestellt? Ich habe First Person Okay. gemacht. Da habe ich vorhin eine Runde gespielt und gleich wieder Dritter gewesen. Hey, so geile Kills heute schon wieder gehabt. Das werde ich jetzt unterbinden. Ich bin einfach wieder mal gelegen, wie immer. Aber ich bin schon. Oh, ich sehe meine Augäpfel wieder. Und lieg halt so hinter dem Baum und dann kommt so ein Typ an mit Schalldämpfer auf seinem Gewehr unter K98 und rennt einfach planlos an mir vorbei, der Idiot. Das ist jetzt mit dem First Person, ist es noch viel schlimmer, dass du Leute nicht siehst, die liegen. Deshalb muss man sehr aufmerksam sein. Was ich auch geil finde im First Person ist, dass du nicht den Kopf komplett nach hinten kriegst. Ja. Das ist auch richtig fett. Ja, du kannst dich halt so weit umdrehen, wie du dich so auch umdrehen kannst, ohne dass du deine Beine bewegst. Also wenn ich mich in Real Life meinen Kopf drehe, dann kann ich aber schon 360 Grad. Du bist ja auch eine Eule. Huhu. Ich habe einfach einen breiten Sichtwinkel. Keine so schlafunterhängenden Augen wieder. Ja, tut mir leid. 84 am Leben, das geht. Wo gehen wir denn? Rotzock? ja. Markier. Muss bis zum Ende fliegen. 16,5 Kala-Kill. Und 3 Race. Du hast die Woche auch noch frei, oder? So. We've been looking for freedom. Schaffen's bei weitem nicht mehr. Aber hinter uns ist doch rechts hinter uns das Loch. Ja, die Zwei, gehen die zu dem. gehen Richtung Schule. Ja, gehen wir in den Compound hier. Ich dachte, du hast First Person eingestellt. Dachte ich eigentlich auch. Ich habe extra gewartet, bis du drinnen bist Eben warst und. du nur First Person in der Lobby. Ja, in der. Ach, beim Fallschirmspringen ist es nie First Person. Hier wäre ein Jeep. Und der ist kaputt. Ich hab nämlich jetzt. Ich habe eine K. Nein. Aha. Irgendjemand war hier direkt vor uns auf dem freien Feld. Ja, auf dem Weg zur Schule. Ich will nur schießen mit meinem K. Oh, ich sehe ihn. Wer denn? Richtung Schule oder Richtung? Richtung Halle, Richtung Rotzock. Hier in die Halle rein, oder? Ja, hier in die Halle, komm zur Halle. Bin am Vordergrund. Also, Ich sehe ihn, ich habe ihn gesehen. ist in der Halle. Ja. Lauf außen rum, wo rennt er hin? Links rum oder rechts rum? Ich sehe ihn gar nicht mehr. Wo ist er hin? Hat er dich getrollt und ist wieder in die Halle rein? Nee.
Er hat sich bestimmt irgendwo im Container geschmissen. Ah, da Robbte. Hier Robbte. Robbte. Hab Wo? Ich find's cool, wie er einfach liegen geblieben ist. Was soll er denn noch machen? So unter dem Motto, oh Scheiße. Was soll er denn noch machen? Nice. Aber das hat er voll klug gemacht, dass er nur rausgerannt ist und sich dann hingelegt hat. Ja. Weil wir haben den im ersten Moment ja nicht gesehen. Du hast ihn im ersten Moment. Du auch nicht. Ja, ich habe auch gar nicht da geguckt. Ich habe eigentlich erstmal gedacht, dass er rennt. Ich habe erstmal gedacht, dass er rennt. Also hat er eigentlich schon relativ gut gemacht. Volldepp war es nicht. Mhm. Haben wir schon mal zumindest den ersten die Runde versaut. Mhm. Außer der Kill ist jetzt geil. Ja, jetzt ist halt die Frage, wo sein Kollege ist. Der wird wahrscheinlich bald über uns herfallen. Ja, der wird nur auf Rache aus. Leroy Jenkins. Also müssen wir höchst wachsam sein, mein alter Vasalle. Sein Kumpel wird ihn auslachen. Wieso bist du Depp, da abgesprungen, wo kein Schwanz ist? Hast du schon eine gescheite Waffe? Ja, ich habe die K und die vollautomatische Schrotflinte. Hier ist eine AKM, die kann ich dir geben. Hm. Nö, ich bleibe eigentlich bei der Bewaffnung, außer ich finde noch eine Maschinenpistole. Weil die K ist dann im Häuserkampf wieder zu sperrig. Hier sind zwei Rucksack hier oben. Hab schon. Okay. Wäre noch eine Uzi? Nee. Mein erster Kill heute war mit der Uzi, aber weil der Typ, den ich gekillt habe, ein Idiot. Die Uzi ist halt eigentlich nur effektiv, wenn der Typ direkt vor dir. Nur im Nacken. Ja. Die ist absolut nur. So, und jetzt. Schule, oder? Ah, ne, Richtung Schule wäre raus. Richtung Rotzock. Richtung Schule ist gut. Ja, aber in der Schule waren ja welche. Wir gehen raus. Brauchst du noch ein Visier? Wahrscheinlich. Ja. Gib dir mein Zweifel. Ein Visier würde ich nehmen. Danke. Wobei es im Duo nicht so schlimm ist, wenn dein Mitspieler stirbt. Weil gegen zwei Leute kommst du immer noch einigermaßen an. Aber es ist halt, wenn im Squad zwei deiner Leute sterben, dann ist es schon echt scheiße. Ja. Ah, dann müssen die anderen beiden übrigens schon echt gut sein. Du hast keine Chance mehr. Quasi so wie du und ich. Ja, auf jeden Fall. Ich treffe und du bist ein Mensch, der seine Nerven in Extremsituationen nicht so verliert. Das habe ich meistens das Gefühl zu haben. Naja, ich falle halt immer sofort um, von dem her kann ich immer ruhig bleiben. Hier ist noch eine Weste, Stufe 2 auf dem Turm. Hab ich. Okay, die meisten Türen sind zu. Aber eine ist offen. Ja. Also sind wir hier. Ich versuche nur gerade zu sehen, wo sie vielleicht sind. Also auf unserer Straßenseite sieht es noch clear aus. Es regnet, also man hat auch ziemlich schlecht.
Ich sehe einen, Oh. läuft zur Halle hoch. Okay. Ja, ich sehe ihn. Hast du ihn gesehen? Okay. Ich habe aber nicht das Visier, dass ihr auf ihn schießen könnt. Aber jetzt wissen wir auf jeden Fall schon mal, wo sie sind. Grob, ja. Ich habe einen Kompensator für deine Waffe. Habe ich schon. Aber gehst ja voll ab. Rauscht die nur, melde, wenn er. Schalldämpfer. Besseres Visier. Schalldämpfer, besseres Visier oder so Schulterauflage, was es da gibt. Der andere ist links am Haus. Ich versuche zu markieren. Glaube, der war gelbe Markierung. Okay. Auf jeden Fall da unten. Ja, ich denke, die würden uns gesehen haben, weil wo ich Nein, dann nein, runter. nein, der hat uns Nein, nicht der hat gesehen. uns nicht gesehen. Hat uns nicht gesehen? Ich habe einen Schalldämpfer für eine Maschinenpistole gefunden. Jetzt ist eine gelbe Markierung in dem Schuppen davor. Die werden bis gleich hier rüberkommen. Aber die kommen einzeln dann, weil sie wissen nicht, dass wir da sind. Ich liege jetzt hier oben auf dem Dach. Hab Tür aber wieder zugemacht. Beobachtest du das? Weil wenn er dann losläuft, zack, schiss, dann kann ich vom Dach schießen. Ja, ich weiß nicht, wohin gelaufen ist. Also der war da hinten in der grauen Schuppen. Jetzt ist er aus dem roten Haus raus und läuft auch Richtung Halle, glaube ich. Und zu dem hausgelben Markierung. Da ist er gerade drüber gelaufen. Geh lieber vom Dach runter. Einer Da ist oben scheiße. hinter der gelben Markierung im mittleren Haus. Jetzt gelbe Markierung ist einer drin und der andere ist noch unten. Gehen in die Häuser und lassen die Türen offen. Jetzt läuft der Jetzt andere läuft auch der den andere Berg auf. hoch. Läuft auch ins mittlere Haus. Ja, der ist jetzt oben, der ist den Berg hochgelaufen. Ich habe ihn gerade nur oben gesehen an dem blauen Wird Haus. sein Kumpel auch oben raufgesprungen sein, wo er hingeht. Kommst rüber. Gehen wir ihn hinterher und brauchen wir nichts mehr lügen, weil die haben uns gefunden. Oh, auf mich war geschossen und ich werde sehr gut getroffen. Ich habe keine Ahnung, von wo ich jetzt beschossen worden bin, aber ich gehe mal von aus vom Berg. Hab ihn. Aschin. Ja, der, was auf dich geschossen hat, den hab ich. Wo war der? Ja, auf dem Balkon, mittleres Haus, gelbe Markierung. Kannst du mich noch holen oder das wird echt knapp? Fuck. Ah, Der Balkon, Scheiße. der hat mich gekriegt. Hast du den Typ aber getötet? Nee, der ist da ins Schade. Haus reingekrochen. Ja, dann haben sie doch gesehen, das haben sie uns doch gesehen. Ja, Und dich sind hat halt er jetzt einfach gesehen gehabt, der auf dem Balkon hat dich jetzt irgendwie gesehen. Ja, war aber nicht schlecht gespielt. So ist es halt. Aber die hatten die heftigen Visiere abgestaubt. Er hat jeden Schuss getroffen. Die Schweinehunde. Polnischer Wichser. Ich sehe jedes Mal meine Augäpfel und meine Zunge von innen. Ja. Aber das ist das Schöne an der Pfanne, wenn du ausgenockt bist, ist es schwer, dich zu töten. Wenn du den Rücken zudrehst, weil die Pfanne deckt dann fast deinen ganzen Körper Ja. ab. Finde die Pfanne sowieso gigantisch geil, weil die wirklich unendlich viel Schuss abblocken kann. Ja.
Der wieder ruckzuck. Da werden jetzt ein paar mehr sein, aber okay. Halle oben, oder? Mhm. Ja, rechts von mir einer zwischen uns. Mindestens eine hinter dir ist einer. Aber ich glaube, die gehen zur Schule. Und links von mir sind mindestens vier Mann Richtung Wasserdorf. Hm. Rechts von mir fliegen welche. Aber das Gute ist, die meisten wollen dann immer zur Schule. Ja, Schule und Busseweiser. Deswegen mag ich Rotzog immer. Links, die von die wo links sind, die kommen. Ja, dann, vier Stück, hinter uns, hinter dir sind welche und links sind zwei Stück, die zur Halle gehen. Ja, dann gehe ich nicht zur Halle. Ich gehe hier rechts auf rechte Straßenseite, also da wo wir. Ja. Auf der Straße siehst du die? Das waren die, wo hinter dir sind. Ja. Hier steht ein Auto drin, falls die Zone kacke ist. Weil wenn die Zone kacke ist, dann hätte ich gesagt, düsen wir gleich, bevor wir dann wieder kein Auto kriegen. Bevor die unser Auto klauen. Auch das. Ich habe jetzt schon Munition für drei verschiedene Waffenkunden, aber keine Waffe. Eine Pistole. Schule wird schon geballert. Bei mir im Haus liegt da Zweierwäsche. Okay. Das Haus der Schrotflinten. Da wird schon gut ballert. Ja, Schule. Die haben im Endeffekt gar nichts von ihrem Loot, weil sie alles leer schießen. Naja, aber schon mal vielleicht gutes Visier oder so. Okay, ich sehe einen Treiben. Der ist in dem blauen Haus. Blaue Markierung. Hm. Nein, blaue Markierung stimmt nicht. Was hast du für Wache? Ich habe eine AK mit zweifach. Ich habe ein Vierfach, dann könntest du, wenn du willst, gleich losballern. Weil selbst wenn man nicht viel trifft, sie können immer in Ruhe looten. Ist jetzt von dem Dach runtergesprungen? Der läuft nach rechts weg. Zwei Hits hatte. Nice. Immer noch keine Langwaffe finden kann. Hau mal ab, oder? Ja. Oh, eigentlich sind wir ja perfekt drin. Dann fahren wir zum Zauberloot, oder? Mhm.
UMP, falls du eine möchtest. Ja, ist dann auf jeden Fall besser als die Uzi. Nur Schrotflinten, überall nur Schrotflinten. Zum Kotzen. Nun Pistolen. Endlich eine SKS. Ich hab dann immer nur vierfach für dich. Zwei. Zwei Vierfach. Hm. Ist ein Zweifach oder geht es? Hm, nö. Auf die UMP brauche ich ja natürlich ein Zweifach. Gut. Können wir gleich den nächsten Kumpel. So. Bestimmt kein Euro 6. Was ich so nervig finde in dem Spiel ist, wenn du gegen Autos fährst, die bewegen sich keinen Millimeter, wenn du die rammst. Ja. Weil ich habe mal, wir sind schon mal von einem angehaltenen Auto beschossen worden und die sind halt hinter dem Auto in Deckung gewesen. Und dann habe ich mir halt schlau gedacht, ramm das, ja, Auto, das Auto und knock sie aus. Ja, aber das Auto hat sich keinen Millimeter bewegt, aber ich habe Schaden genommen. Ja. Das ist mies, ja. Ich kenne das auch. Deshalb fahre ich auch am liebsten mit dem Jeep. Weil wenn du da mit einem Dacia rammst, dann fliegt der über die halbe Karte. Mhm. Und wenn du mit dem Dacia einen Jeep rammst, dann passiert mal gar nichts. Ich habe mal mit dem Jeep Motorrad umgefahren, die armen Kalte. Haben wir dann doch schon leid getan. Haben sich dann wohl glatt das Genick gebrochen. Ja. Schau mal, ich bin Spider-Man, komm mal her. Ja, du bist aufs Dach gesprungen. Hm. Oh, Spidey. Ich kann hier komplett außen rumlaufen. Komm jetzt. Keine Zeit, die Jugend heute. Wie viel Erste-Hilfe-Koffer hast du? Ich habe 2 Erste-Hilfe-Koffer, 7 Verbände und 1 Energy. Also ich bin eigentlich ausgestattet. Ich finde es... Also eine der wichtigsten... Sachen, die sie gemacht haben, ist, dass wenn du beim Auto, dass du nicht komplett anhalten musst, um aussteigen zu können. Dass du auch noch dich, also ich glaube, bis zu 10 km/h kannst du fahren, ohne Schaden zu kriegen. Ja. Jetzt habe ich auch noch ein Zweifach gefunden. Ich habe noch ein Zweifach gefunden. Nein, jetzt 3er Wäsche. Nice. 3er Wäsche ist nice. Mhm. Du bist fast unverwundbar gegen Maschinenpistolen. Naja, eigentlich nicht, aber du kannst es einreden. Hier sind noch schwarze fingerlose Handschuhe. Oh. So. Ich setze mich mal in den Hügel. Schauen wir mal, Rotzock, was man da so sieht. Naja, auf der Dächer rennt noch einer rum.
Es fährt ein Buggy nach Rotzog rein. Die werden sich bald kennenlernen. Freunde für immer. Sind nur in der Zone. Aber es heißt, dass jetzt von hinter uns jemand kommen könnte. Ja, von Georgepol könnte er hier kommen. Kam denn der Schuss hin? SKS? Ich auf dich geschossen, Mann. Nein. Ah, jetzt auch. Ich versuche auszumachen, woher es kommt. Ich kann dir das gar nicht sagen, weil ich keinen Kopfhörer habe. Naja, linke, rechte Buchse. Ja, ich habe ja, bei mir kommt es aus dem Fernseher raus. Sprich, bei dir kommt der Sound immer von vorne. Ja, es ist wirklich so. Er kommt immer von vorne. Ich kann. Er hat schon gedroppt. Ich hätte jetzt gerne eine AWM. Oder eine M24. Ja, gut. Die AWM macht halt wesentlich mehr Schaden und schießt weiter, aber du hast nur die Munition, die drin war. Weil die 303 Magnum findest halt ja, nicht. Ja. Aber die M24, ein Headshot, bist du auch weg. Ja, und bin da AWM, da schieße ich mit einem großen, hinter uns, kleinen hinter Seher. Uns, genau nördlich steht ein Jeep am Baum. Blaue Markierung ungefähr. Okay. Der gehört da so nicht hin. Deshalb habe ich da die SKS gehört. Steht da oben bei den Häusern, ne? Hat er gewusst, dass sie da was gehört hat? Ah ja, jetzt höre ich's auch. Da oben wird geballert. Das scheint eher auf 60 zu sein. Wollen wir mal Bei raus? diesem, Dem da ist doch dieser andere Compound, ja. Bekämpft mal den Jeep, komm. Vielleicht wollen die mit dem nochmal fahren. Das ist Rotzak, wo jetzt gerade geballert wird. Das ist SKS. SKS in the morning.
Das ist jetzt wieder unsere. Hinter uns, dreh dich um und leg dich hin. 345 Grad laufen wir hier im Berg runter. Ist jetzt hinterm Baum, aber da sind wir hier im Berg runter gelaufen. Warte, ich markiere. Ja, ich sehe sie. Ich sehe einen zumindest. Okay. Zwei. Das sind alle beide. Die gehen auf den Die Compound zu. Kompass. Ah. Ja, wir bekämpfen den Jeep. Hast du den Compound auch im Blick? Oh, es Ne, ist weit. dass sie den Hügel zu uns kommen. Den Compound habe ich im Blick, ja. Okay. Oben steht noch ein Motorrad stehen, falls sie das nicht nehmen, an den zwei Häusern. Dass wir uns das merken. Aber wenn sie das Motorrad nehmen, haben wir fast keine Chance, auf sie zu schießen, dann sind sie schnell. Ja gut, aber dann nehmen wir den Jeep. Ja. Und unten steht ja sowieso nur unser, oder? Die haben das Motorrad genommen. Also nehmen wir den Jeep. Spawnt der Jeep wirklich so? Nö. Direkt links und an. Hat der Jeep schon Schaden? Minimal. Ja, dann ist er so nicht gespawnt. Auch schwul finde ist, dass man beim Motorrad die Reifen nicht kaputt schießen kann. Kannst du ein Motorrad eigentlich nie fahruntüchtig machen, ohne dass es komplett zerstört? Schau, der Drop liegt direkt im See. Und vor uns wird auch einer abgeworfen. Und rechts von uns wird auch einer abgeworfen. Zu welchem Farm und links? War geradeaus. Der Altmann schaut drauf zu. Du hast noch gar keinen Helm. Ja, voll. Okay. Reicht meine Super mit sich. Zugeballert. 2:30 leben noch. Oh, das Auto können wir auch noch kennen. Oh, hier ist der Drop. Steigst du schnell aus? Kopfschutzkarabine 98. Keine Ahnung. Von wo? Von oben wahrscheinlich. War auch nichts mehr im Bleib mal hinterm Auto. War auch nichts mehr drin? Ah, dann war das der Lehrer. Die kommen runter. Links ist einer runterkommen. Links vom Auto. Wo ich gerade hinschaue. Schmeiß eine Nate. Wo ist der Typ mit der Karabine? Ich sehe ihn. Weiß auch nicht. Die sind über mir. Ja, einer hockt nur über dir und einer ist unten. Jetzt bin ich tot. Das ist so nervig. Wahrscheinlich waren die eine Sekunde vor uns am Drop und da war Gidi drin. Finde ich den Typ nie. Doch, Gili siehst du auch, wenn er sich bewegt hat. Ja, wenn er sich bewegt. Aber wenn der oben am Hügel liegt und chillt, dann keine Chance. Konnte auch die Schüsse nicht richtig ausmachen, wo er herkommt. Ja, nicht. Aber ich sowieso nicht.
Karabiner ist einfach nur übel. Ein Schuss. Ich finde, die Karabiner macht so von den verfügbaren Sniper-Gewehren am meisten Schaden. Mehr als die SKS. Ja, die macht minimal mehr als die SKS, ja. Ja, die VSS kann ich ja sowieso vergessen. Ja, die VSS, die macht ja nicht einmal im Nahkampf Schaden. Das ist keine Waffe, das ist ein Fernglas, meine. Aber die ist halt auch schwer. Ja, du kannst die Waffe auch nicht viel Schaden machen oder halt mehr Schaden machen lassen, weil dann wäre es ja total overpowered. Ja gut, aber dafür hat sie viel zu wenig Magazingröße, dass das keinen Schaden macht. Die sollte eigentlich Standard mit dem 20er rauskommen. Ja. Ja, wenn du kein erweitertes Magazin hast, kannst du die eigentlich sofort liegen lassen. Jetzt habe ich natürlich besten Platz, ne? Tötet euch. Oh, links wird auch geschossen. Die schießt auf mich. Das sind Ja, drei Mann laufen da den Berg runter. Ah, die müssen halt laufen, deshalb können sie nicht gut schießen auf mich. Da vor mir fährt ein Auto nach links. Tier 3 Gaming. Ach geil, ich bin schon in der 19. Da wird sich der Jeep reindrücken. Ja, ballern schon. Auch SKS. Ich habe keine Ahnung wieso, aber immer wenn ich eine SKS höre, kriegst du irgendwie mit der Angst. Das Ding, das rumst halt so übel. Ja. Kann er mich sehen? Wie kann er mich sehen? Das ist immer das Gleiche. Geh mal schnell pissen. Da, oder?
Theoretisch du nix. Ich habe keine Ahnung, wieso mein Mikrofon gemutet war. Hast du dich auf den Mute-Button gesetzt? Nee, weil der. Also, der Mute-Button oder dieses Bedienfeld von meinem Headset, das liegt unter meinem Bildschirm. Und ich kann da gar nicht hinkommen, wenn ich aufstehe. Komisch. Oh, links von mir sind welche, die wollen zum Zauberloot. Und die werden vor uns dafür. Ja, und dann drehen nach rechts ab. Die wollen dich verprügeln. Ja. Wo bist du? Ach, da über mir. Zum unteren. Zum unteren Zauberloot. Also halt nicht so zauberhaftes Loot da unten, aber. Vielleicht sichert es unser Überleben. Das Überleblut. Rehblut. Blut. Wahrscheinlich, dass es unmöglich ist, mit deinem Zwillingsbruder ein Gespräch per SMS zu führen. Warum? Weil er nie antwortet. In Rotzog sind auch Fallschirme runtergegangen, habe ich gerade gesehen, die gesegelt sind. Jetzt habe ich gerade Schrecksekunde des Todes. Ich habe eine Skala, eine Pfanne und eine Rauchgranate. Ich überlebe es gesichert. Ich habe eine M16. Und eine ranzige Schrotflinte. Nein, ich habe die gute Schrotflinte. Ich finde die Doppelblock wesentlich besser als die Fünffach. Bei der Fünffach musst du halt das Slug-Ding vorne drauf machen. Naja, ich sehe es so. Wenn ich nicht treffe, ist es vorbei. Und ich treffe eigentlich eh nie. Und bei der Fünffache so, du musst eigentlich immer zweimal treffen, und bei der mit 2 da triffst du zweimal. Was? Hier ist eine AKM auf dem Dach. Wie viel Munition? 2 Magazine und ich leg nochmal 45 Schuss dazu, also über 100. Perfekt, weil dann, dann kommst du meine 556 Munition und ich nehme die AK. Jo. Klingt doch vernünftig. Brauche ich dann nur noch eine Weste, einen Helm, einen Weste Rucksack. Eins Helm, Weste 1, Weste Stufe 1 liegt ja auch noch. Da auf dem Dach. Hier. Da liegt auch noch eine Weste. Ja. Habe ich ja mehr Munition, als dass ich verschießen kann. Ja, weil die Karl gleich wieder mit dem Kopfschuss verkrutzt. Wahrscheinlich. Sag mal, wo bist du jetzt schon wieder? Ich laufe hier hoch, engage. Oh, also? Zwischen uns beiden ist durchgeführt. Hast du gesehen, wo es hin ist? Rechts zu dem Compound. Gelbe Markierung sind die. Ah, okay. Ich weiß aber nicht, ob sie weitergefahren sind. Und ich weiß auch nicht, ob das die beiden aus dem Zauberloop waren. Hier steht ein Motorrad mitten auf freiem Feld. Ja, das spawnt. Wahrscheinlich. Soll ich es mitnehmen? Ich kann sie ja ablenken. Ich fahr. Achso, du bist schon im Compound drin, okay. Die sind nicht drin.
Stufe 2 Rucksack wäre hier noch. Ich schau erst mal hier. Vielleicht finde ich da ja meinen eigenen Rucksack, dass ich endlich erwachsen werde. Selbstständig. Wäre noch ein Schnellwechselmagazin für das Sturmgewehr. Hab ich. Hat, aber ansonsten gar nichts. Nada. Die Tür auf die Nase batscht. Wo liegt denn der Rucksack? Oben. Ah ja. Okay. Dann habe ich alles. Mal Richtung Gelb, oder? Als wäre hier niemand gewesen. Sie haben auf jeden Fall die Rauchgranaten zurückgelassen. Jetzt schon Helm Stufe 1. Helm Stufe 1 habe ich auch. Der Power Looter muss wieder vorrennen. Powerpuff Girls. Eine M16. Ausführung 4. Die langweiligste aller Ausführungen. Zeit, dass es G36 hier reinkommt. Ich weiß nicht, ob ich weiß nicht, ob das kommt. Wenn, dann kommt entweder nur das schwule C, das G36C, oder es kommt nur aus dem Drop, aber dann halt mit dem Doppelvisier, dem Standard. Ja, ich doch. Ja, ich glaube nicht, dass deutsche Waffen hier reinkommen.
Was ist mit dem K98? Ja, das haben wir Der damals auch schon. P92? Der UMP? Jetzt muss ich gerade überlegen, was noch für die M416? Die M416 Deutsch? Ja, Heckler und Koch M416. Das haben die Amis wollten einen Ersatz für die M4 und für die Ja, M16 aber es ist ja und Heckler und trotzdem. Koch. Ja, es ist eine deutsche Firma, aber es ist kein Gewehr, was die Deutschen benutzen. Doch, aber es haben nur Spezialeinheiten, deutsche Spezialeinheiten. Okay. Weil Standard- und Polizeieinheiten haben das. Das wusste ich nicht. Also ich weiß halt, dass die deutsche Polizei mit UMP rumläuft, das weiß ich. Ja, wenn du die M416 hier in dem Spiel hast, da ist doch immer zu den Waffen ist doch immer so ein kleiner Text, wenn du auf das scrollst. Bei der M416 steht, die Deutschen machen es richtig. Okay. So, gehen wir hin, gehen wir hin, gehen wir hin. Lass mal Tankstelle gehen vielleicht. Jetzt hier Brauchst runter. schon wieder Zigaretten? Naja, Tankstelle lassen wir mal aus. Wir gehen da runter in die Häuser. Naja, lass mal einfach ein bisschen zentral sitzen. Wenn sich's hier zusammenzieht, dann ist sowieso behindert wegen offenem Feld und so. Ich finde das voll schwul, ab 200 Metern sieht man jeden, der im Gras liegt, weil das Gras halt noch nicht gerendert ist. Ist halt wirklich schwul. Red Bull. Da hat ein Schüler sein Schulshooting vorbereitet. Mir so laute Pistolen. Ein Revolver, eine Rauchgranate, ein Rucksack und ein Red Bull. Auto kommt. Jeep ist vorbeigefahren, fährt Richtung Tankstelle. Nee, ich glaube, die gehen sich Blei ein. Also, Sprit ist da verbleibt, glaube ich, in der Tankstelle. Geh mal. Oh, hier läuft einer. Wo? Bei mir im Haus. Mir draußen vor meiner Tür müsste einer sitzen.
Bist du noch in meinem Haus drin? Ja. Okay. Was. Die halten hier an. Einer ausgenockt. Anderen gekillt. Kommt noch ein Fahrzeug. Er hatte noch einen Vierfachsucher, falls du einen brauchst. Ich habe eine SKS mit Schalldämpfer und erweitert Magazin mit Vierfach. Ich habe eine Kar mit Achtfach. Wie sind ausgestattet? Die sind übelst ausgestattet. Das war geil. Ist draußen immer noch jemand? Glaube nicht. Müsste jetzt Richtung Tankstelle sein, wo rumgeballert wird, oder? Kann gut sein. Brauchst du Erste-Hilfe-Koffer oder sowas? Nö, der hatte viel dabei. Der hat auch viel. Brauchst du einen Mündungsfeuerdämpfer für den Sniper? Der liegt hier vorne dran. Runde 2 Schuss sollten ja rangen. Ja, brauchst du Energy, habe ich auch nicht genug. Okay, wir sollten dann los. Nehmen wir den im Motorrad oder haben wir es weit? Ne, wir haben es nicht weit gelaufen. Rechts wird auch geschossen und links. Links wird noch geballert. Überall wird geballert. Oh, links ist ziemlich nah. Oben an der Tanke. Zwei Mann, der eine rennt zum Jeep. Links von der Tankstelle, wenn wir uns umdrehen, steht. Oh, hast du geschossen? Ja. Okay, komm, die Zone killt ihn. Ja, die schießen auf mich. Von wo? Auf den Hintern. Von oben. Von der Tanke, denke ich. Nein, das war nicht von der Tanke, das war von der anderen Richtung, von Osten. Ist auch zwei Stück noch, aber in der Tanke. Ja, von oben. Ich habe ihn gesehen, den Typ. An der Tanke sind auch noch zwei. Ach, das ist doch scheiße. Ich treffe wieder kein einziges Mal. Ja, ich bin tot. Was gibt's denn? Das ist so nervig. Die treffen jeden Schuss.
Holzpfanne. Links, da an dem Stein. Rechts. Da wo der Baum und der Stein ist. Was? Das gibt's doch nicht. Das eine Mal war der genau im Visier. Das gibt's doch nicht. Das kann's doch nicht sein. Ja, genau. Genau. Er schießt jetzt zweimal und killt dich. Naja, das war schon richtig. Ich hab schon zwei. Du warst, der war zweimal genau in deinem Visier und er ist ja nicht mal weit weg. Das ist so lächerlich. Es ist ja nicht so, dass, also du hast ihn ja nicht mal getroffen. Wenn er nicht gestorben wäre, hätte ich gesagt, meinetwegen wäschte, was weiß ich. Aber das ist einfach lächerlich. Es war jetzt auch blöd, dass wir von allen Seiten irgendwie Gegner hatten. Stadt. Mir ist wurscht. Die Art Haus, in dem wir vorhin drin waren, ist das einzige Haus, wo man dich nicht von Fenstern aus killen kann, wenn du die Türen kämpfst. Out. Over and out. Jetzt sind wir natürlich zu dicht dran, um zu sehen, ob jemand mitspringt. Mit mir ist jemand ausgestiegen, aber es könnte genauso gut du gewesen sein. Hinter uns gehen welche runter? Am unteren. Ja. An der Station 2 vom Zauberigen. Hallo. Toll. Eigentlich wieder in der Luft, hä? Released, ist ja nice. In der Zone sind wir. Noch knapp, aber drin. Hast du schon was gefunden? Eine Pistole und eine Schrotflinte. Man kann schon mit einem M16A4 haben. Eine M16A4. Weil ich habe zwei davon. So, so. Hier liegt nur ein Rucksack bei mir.
Sehe schon, ich kann dir nichts bieten. Aber einen Dreierhelm aufhaben, ne? Ja, aber ein Dreierhelm auch haben. Okay. Oh, so viel Munition gefunden. Vier Magazine. Also, dann sprinten wir zum nächsten Loot. Hoffentlich sind wir vor die anderen da. Weiter B. Der Weg bergauf eigentlich weiter ist. Weil es ja halt doch sein kann, dass die dann weiter Richtung Rotzok gehen. Trotzdem Was würde ich allerdings empfehlen. sehr. Ja, weil wenn die nach Rotzok gehen würden, das wäre der Selbstmord, da waren ungefähr 10.000 Fallschirme. Wieso waren wir da nicht? Vielleicht, weil wir Schlappschwänze sind. Vielleicht. Pfanne. Okay. Bin bereit zum Sterben. Nice. Zum Heilen habe ich eh nichts, außer ein Schmerzmittel. Bei mir ist so zwei Helme noch. Den choppen sich doch mal an. Ah, hinten rechts. 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 Ja, okay. Rechts. Rechts. Hast du schon eine andere Waffe dazu noch gefunden? Nein. Wo gehen wir dann nach? Ja, jetzt kommen wir halt dann um. Da werden wir auf die treffen. Und sie töten. Hoffe ich doch. Oder sie getötet werden. Durch sie getötet werden. Also das Durch hat den Sinn vom Satz jetzt extrem verbessert. Ja, wenigstens. Oh, da auf dem Dach ist einer. Könnte sein, dass er uns schon gesehen hat. Auf dem ganz hohen Dach war einer. Wir laufen nicht an. Weiter. Oh. Oh, Schüsse. Ich habe keine.
Ich habe nur einen Einschlag gehört, ja. Das kam bestimmt von rechts oben. Ja, ich sehe sie. Die sind Ja, an diesem Haus. an dem Gartenhaus. Sollen wir zurückschießen? Ich weiß nicht, ob es einen Sinn macht. Ich glaube, die kommen sowieso runter. Der Saftsack. Die haben Visiere, oder? Ja, der steht da immer noch jetzt. Also, was ist der Plan? Diese Saftsäcke, wie sie treffen. Schießt du mal ein bisschen auf die. Siehst du Ich sehe sie nicht mal. die? Die bekämpfen uns jetzt. Schießt permanent auf mich. Der eine ist unten am Baum schon. Ja, der andere ist runtergerusht. Ja. Ja, das ist so ein Witz, so ein lächerlicher Witz. Ich hab langsam keinen Bock mehr auf das Spiel. Gibt's nicht noch andere Spiele, die man spielen kann? Braucht ihr noch wen? Halt's Maul. Nein, du kannst gleich mit. Einen ausgenockt? Ja. Mich auch. Warte, ich kann mal ein bisschen spähen, ich bleib da besser. Ich will aber sterben. Bleib da. Mein Leben macht schon länger keinen Sinn mehr. Das ist so ein Witz, wie die treffen. Ich treffe keinen einzigen Schuss. Das ist einfach lächerlich. Weil so schlecht kann man doch gar nicht sein, dass man wirklich nie trifft. Dein Kumpel ist da. Drüben am Baum. Ja, da habe ich vorhin schon auf ihn geschossen. Hat nicht interessiert. Jetzt hat er seinen eigenen Kumpel angeschossen. Ah, mich hat er jetzt. Komm, retz mich. Der kommt. Ja, genau. Kommt um 6, schießt tot. Keine Chance. Du hast keine Chance. Der hat da jetzt schon damit geredet, dass du noch nicht retzen tust. Das ist so billig. Ich bin vorhin gelegen. Der Typ ohne Deckung ist runtergelaufen. Ich habe auf ihn geschossen, keinen einzigen Schuss getroffen. Er bleibt stehen, schießt zweimal, ich bin tot. Oder halt ausgenockt. Refresh mal eben, Jimmy kann da nicht über die drücken. Jo.
Dust in the wind. Dust in der Wind. Mhm. Ah, bist du im Stimmbruch? Nö, eigentlich nee. Achso, Mädchen kriegen ja keinen Stimmbruch. Hahaha. Ich will einfach nicht mit dir reden. Hä? Ich will einfach nicht mit dir reden. Wieso redet ihr immer hier in Game? Wächst dem Echo. Ja! Luke, ich bin dein Vater. Was ist? Dustin ist raus. Ja. Aber er fliegt doch noch ganz normal. Ja, also letztes Mal konnte der, ich weiß nicht, virtuell, der konnte irgendwie der Runde wieder beitreten. Also ich guck mal, ob die funktioniert. Ja, mach alte 4 und komm wieder rein. Du bist dann halt irgendwo auf dem Feld, aber hoff mal, dass du bis dahin nicht getötet wirst. Links sind 3 Stücke der Stadt. Also 3 Leute, die uns töten werden. Ja. Weiß ich, ob. Jo, ich hatte da mal Contain gedrückt, mal gucken. Weil sie auf verwundersame Weise wesentlich besser schießen als wir. Ja, verschwinde. Ja, ich bin da schon. Das Haus ist zu klein für uns beide. Weißt du, was mir als Funktion in diesem Spiel fehlt? Nein. Dass man die Waffe gegen sich selbst richten kann. So viel Postel gespielt, oder? Das wäre einfach sinnvoll, finde ich. Sind hier eigentlich welche gelandet bei uns? Ja, 3 Stück. Hast du nicht zugehört? Nein, ich war gerade abgelenkt. Wo sind hier gelandet? Verlangen mehr Professionalität, Dustin. Entschuldigung. Auf der Straßenseite. Okay. Aber ziemlich weit links. Entschuldige bitte, ich werde mich jetzt konzentrieren. Das hoffe ich für dich. Einer von denen Richtung Diner gerusht ist. Denn wenn ich schon die Waffe nicht gegen mich richten kann, kann ich sie doch gegen dich richten. Okay. Naja, zumindest richtest du meine Waffe. Kommt auch nicht oft vor. Die meisten richten dich die Waffen. Ich habe wieder die beste Waffe für den Häuserkampf. 12k. Nein, nee. Nein. K. Ja. Nice. Da geht was. Kann ich mit voller Leistung die Türen einschießen. Oh, eine Ska. Nein. Ich werde mich jetzt dann sowieso wieder irgendwo verstecken. In
der Hoffnung, wenigstens einen Camper-Kill zu machen. Das war echt witzig. Weil der Schalldämpfer ist ungefähr noch mal so lang wie die Waffe. Wusstest du, dass es Schalldämpfer für Artilleriekanonen gibt? Ja. Die sind witzig. Die sind ja mittlerweile schon fast Standard drin. Ja. Was ich auch ziemlich geil finde. Ja, mein Gott, weißt du, das ist Artillerie ist knalllaut und wirbelt so viel Staub auf. Ja, besteht ja meistens so. Nee, die deutschen Kanonen schießen fast noch am weitesten und die haben eine effektive Reichweite von 50 Kilometern, aber das ist auch schon viel. Die können so gesehen Luftlinie von mir bis zu dir schießen. Ja, das reicht doch. Ich glaube nicht, dass da jemand so viel Staub sieht. Ja, aber Flugzeuge, Helikopter, Drohnen. Die sehen den Dust in the Wind. Haha. Mein Gott, da war schon wieder witzig, der unglaublich. Wieso sehe ich keinen von denen? Das macht mir voll Angst. Ja, du, wenn du meine Leiche siehst, weißt du, wo sie sind. Ich habe nur ein Holo, ich kann nicht gucken. Ich habe bisher auch noch nichts gefunden aus der S12K. Ah, eine OMP jetzt. Was ist denn der Scar? Nein. Mit 200 Schuss. Und ohne 200? Ja, okay dann. Ohne Schuss nehme ich so. Kannst keinen verletzen, ne? Ja, ich habe nur Angst. Die haben bestimmt wieder einen so einen Gay Ranger dabei, der keine Gebäude sieht. Und die chillen sich jetzt einfach ihr Leben, looten und dann und der sagt dann, ah ja, jetzt sind es nur 2 Meter, das sind dann die ganzen Affen und dann rattert es wieder im Gebälk und wir sind alle tot. Scheiße, passiert. Nur dann brauche ich nicht so ein Spiel spielen. Naja, zumindest sterben wir in der Zone. Toll. Bringt uns am Ende auch nicht mehr Punkte. Scheiße, auf Punkte. Die Punkte interessieren mich wirklich nicht. Die vierte Scar, die ich hier sehe, Alter, was ist hier los? Ich möchte doch nur Spielspaß. Also ich sehe wirklich keinen einzigen Heini von dem. Ich sehe auch keine offenen Türen. Ja, hier liegt auch noch meine Scar, also mit Scars, das ist hier wirklich großzügig. Das macht mir wirklich extrem Angst. Und ich habe schon irgendwie 4 Schnellwechselmagazine für die gefunden. Vielleicht haben die einen Weg gefunden, die Waffe gegen sich selbst zu richten. Meinst du? Aha. Man muss von allem ausgehen. Ich habe jetzt für die Scar insgesamt 330 Schuss dabei. Ja, ich krieg nichts mit, ich habe nur Level 1 Rucksack. So ein Scheiß hier. Ich habe auch nur einen 1 Rucksack. 240 Schuss rausgeschmissen, damit die auch für die K98 das mitnehmen können. So, ich hol mir jetzt meine Scar von euch. Wo ist eine? Bei mir im Haus liegt eine. Bei mir im Haus liegen mehrere. Schuss hat er ja genug. Aber du musst die Stockwerke durchsuchen, ich weiß nicht mehr, wo sie gelegen hat. Dann bleib ich bei der AK. Ich bin jetzt einmal ein wenig aufs Dach, also wir werden gleich herausfinden, wo die Typen sind. Oh, eine AKM gefunden, wow. Ich könnte nur noch ein bisschen AKM-Munition brauchen. Alles klar, ich schwinge mal mit, Bruder. Ich könnte mir vorstellen, dass die zu den Puzzlehäusern auf der anderen Seite sind. Naja. Sind sie da? Das sind Türen offen. Ich habe einen am Deiner laufen sehen.
Oh shit. Könnte aber auch der Jochen gewesen sein. Rechts weg, oder? Links weg. Also Richtung, so, wo ich gerade hinschaue, Richtung Westen. So, ich bringe mal den Money. Jo, neben deiner, in das Haus ist gerade einer rein. Rechts daneben das blaue Haus mit der komischen Garage. Der große Bär im blauen Haus. Der ist oben auf dem Balkon im blauen Haus. Da sind zwei jetzt im blauen Haus. Ich bin jetzt doch auf die Sky Alpen gestiegen, brauchst mir die Munition nicht. Alles klar. War schon jemand in der Polizeistation? Also ich nicht. Nope. Kommen sie raus. Zwei Stück aber nur. Kommen in deine Richtung. Ich weiß, ich sehe sie leider nicht. Weiß nicht, ob sie jetzt so genau den Häusern nebenan laufen oder weitergehen. Hinten. Ich höre nichts. Jetzt höre ich was rennen. Also gesehen hatte ich sie hier. Ja, einer ist jetzt bei mir in der Nähe. Jetzt direkt bei mir. Ich kann keinen sehen. Die schleichen um mein Haus rum, also rennen rum. Ja, der ist neben die direkt im Haus, oben auf dem Balkon war er gerade. In dem Orangenen. Ja, die werden gleich zu mir kommen. Ja, wenn er vorne an die Haustür... Eine? Zwei oder eine? Einen sich oben bekommen. Soll ich auf ihn schießen? Ja. Ah, jetzt kommt einer zu dir. Ja, die kommen beide hinten rum durch. Heißt, einer ist im Haus und die anderen zwei Stück sind vorne, kommen die jetzt rein. Ich schieß mal auf Seth und auf dein Haus. Da kommt nochmal einer ins Haus. Na. Moment ist er geblendet. Hat mich, schade. Sind zwei Stück oben drin im Haus. Ich war da an der Treppe. Zwei Stück drin. Ich sehe einen. Naja, den hier rundet. Eine sitzt das oben an der Treppe und eine ist hinten. Ach fick, das ist so ein Witz. Zwei Schüsse, Kopfschuss. Es ist so ein dummer, hässlicher Witz. Das ist einfach lächerlich. Es ist nur lächerlich. Der piekt zum kleinen Fenster raus, schießt zweimal und ich fall um. Mit einem Dreierhelm. Ja, ich verstehe es halt auch nicht mehr. Das ist so billig. Das kannst du mir doch nicht erzählen, weißt du? Wenn ich nur andere Spiele hätte, das mir im Moment Spaß machen würde, müsste ich den Rotz hier nicht spielen. Ach, jetzt komm. Ey, das ist doch wahr, weißt du? Die Leute schauen kurz raus und schießen da in den Kopf. Aber wirklich jeder. Und du versuchst da
verzweifelt irgendjemand zu treffen, keine Chance. Du kannst rumspringen, wie du willst, dich knallen sie ab. Und immer Kopfschuss. Immer Kopfschuss. So einen Wasserkopf habe ich auch nicht. Ja, grün ist okay, okay. Drei, zwei, eins, raus. Ich glaube, zwei Squads sind mit. Die wollen dann wahrscheinlich Schule, wenn sie schon zündet haben. Die drehen aber eher Richtung Gessenheim. Links, rechts vor mir ist noch eine. Er hat jetzt aufgemacht, der geht Richtung Halle. Ja, drei Mann hier. Einer ist bei der Halle, einer direkt an der Straße und einer bei mir. Ja, der ist über mir geflogen. Also die einen landen hinten und der eine dürfte hier vorne bei uns landen. Links außen wird geschossen. Ah, Schule. Schule wird geballert mit Pistolen. Mal die Straßenseite laufen, dass da keine Rebellen ist. Habe ich vielleicht besser einen Blick. Ich weiß, das war jetzt gerade das behindertste Haus aller Zeiten. Eine Pistole und 2-Achtfachsuche. Jo, bei mir ist einer. Hab ich aber noch nicht gesehen. Der ist jetzt in der Garage. Knallen ab, ich will noch nicht sterben. Genau, ist der Ruhe. Läuft weg von mir. Der lädt.
Also wenn es jemanden interessiert, ich habe immer noch keine Waffe, habe aber gerade meinen dritten Achtfachsucher gefunden. Ja, bevor mich die anderen ausluten. Warst du in dem Haus hier oben bei mir? Ja. Okay. Ah ja, schön, dann warst du also im einzigen Haus, wo sich eine Waffe gefunden hätte. Echt? Ah, schön. Ja, in den anderen war überall nichts. Also eine Uzi habe ich mittlerweile, aber herzlichen Glückwunsch, eine Uzi. Schon mal einen hinlegen. Liegt einer auf dem Boden. Unerweitertes Schnellwechselmagazin. Hast du? Bin den Achtfach nicht suchst, ich habe ja noch mit einem. Den Achtfach habe ich. Ja, das Magazin habe ich auch hingelegt. Bist sicher, das ist nicht noch eine Sache. Also das Magazin wäre jetzt nicht so schlimm, wenn es nicht findest. Ah, hier sind auch schon alle Türen offen, toll. Ja, da war der Haven. Ja, da wo du gerade bist, habe ich alles schon abgedingt. Ja, weißt du was, ich verstecke mich jetzt hier im Haus und warte, bis jemand tötet und hole mir dem seine Waffe. Das ist doch einfach scheiße. Ich kann ja ein bisschen ablenken, wild schießend in der Gegend rumlaufen. Das kannst du am besten. Wenn die schießen, dann holen wir uns die. Du rennst ja, weg. Genau. Das ist die Taktik. Und du stirbst dabei. Ja, das, also es ist halt einfach alles wie immer. Nur diesmal hat mein Handeln dann mal einen Sinn. Welchen? Vielleicht keinen tieferen, aber... Überhaupt keinen Sinn. Oh, ich schalte einfach für die AK, schön. Zweifach für die AK, sehr schön. Also ich bin jetzt... Magazin für die AK, sehr schön. Ich bin jetzt da, wo die Typen höchstwahrscheinlich sind, aber sonst finde ich ja nie eine Waffe. Ich sehe einen, oben läuft einer auf dem Berg. Ach, egal. Ja, da geht ist in das große Haus. Natürlich ist dieses Haus auch schon gelootet, so wie alle anderen Häuser. Ja, da war noch keiner von uns. Ja, da muss ja, einer. Ja, das waren die Typen. Sein. Vielleicht hat er eine UMP liegen lassen. 7,6 hätte ich auch noch gern, wenn einer hat. Ich habe nur 30 Schuss für die AK, das ist nicht so cool. Links auf dem Dach ist einer. Linke, ja, die schießen schon auf mich. Die schießen schon auf mich. Ausgenockt. Welches Haus? Links. Das war sehr cool. Ja, jetzt bin ich ausgenockt. Zack. Hinter dir. In dem Haus vor dir. Vor euch beiden. Links, genau da, in dem Haus, wo jetzt ah, ja. wo er drin ist. Oben war er. Pass auf, dass der nicht über den Ding runterspringt. Ich geh einfach hoch. Ist auf Automatik. Natürlich, ja, zwei Schuss. Zwei Schuss hat er braucht. Zwei Schuss hat er braucht, der Wichser. Der Dumme. Das ist... Ich weiß gar nicht, wieso es überhaupt ein Versuch. Ich meine, guck dir mal mein Leben an, Alter. Ich hab den einen Schuss auf den Kopf gegeben und dann noch einen und der war trotzdem noch nicht down. Ja, du bist ja auch keiner von denen, du bist einer von uns, das ist dein Fehler. Ja, dann guck mal gleich, was der für eine Waffe hat, der Typ. Ne, M416 hat er gehabt. Ja, ich hab nur 30 Schuss. Kann ich dir noch geben. Toll, jetzt hab ich noch 14 Schuss für meine AK. Nice. Erstmal 10 Verbände reinhauen. Ich hab keinen Kill bekommen, also der Typ lebt noch drüben auf dem Dach. Natürlich lebt er noch. Sind wir in der Zone drin? Ihr seid in der Zone. Gut.
Ich sag, wann das? Das auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Ich sehe ihn, komm her zu mir, komm her zu mir. Balkon, da läuft er da oben. Hi. Habt ihr noch einen Platz? Da haben wir getroffen, ja. Nice. Was eigentlich, dass da oben eine sehr genaue Beschreibung ist. Ah ja, ah, natürlich driftet mein Kopf schon wieder. Ich hasse dieses scheiß Kackspiel. Ein Schuss habe ich noch, komm, der muss jetzt sitzen. Der wird nach rechts gehen, der wird nach rechts und Franz, geh weg vom Fenster. Der weiß, wo ihr seid. Der wird sich erst heilen. Ja, zwei Stück sind da drin, oder war das der eine, der da reingelaufen ist? Der kann nicht sein, der hat ja keinen Helm auf. So schnell glaube ich nicht, dass er in 3 Sekunden auf dem Balkon war und einen Helm gefunden hat. Darfst du nicht, überlass dir das Feld. Wenn du einen Kugelfang brauchst, dann gib's mal Bescheid, weil das kann ich ganz gut. Nein, jetzt habe ich keine Muni mehr. Ja, jetzt habe ich keine Muni mehr. Ich gehe jetzt mit Pistol rein. Komm her, ich habe eine 7,2, ich habe eine 30 für 7,62. Geil. Na ja, Motherfucker, jetzt geht er drauf. Berühmte letzte Worte. War das besser in der Entfernung? Vierfach oder zweifach? Stehen die immer noch auf dem Balkon? Ich sehe keinen. Kannst du so aufstehen, wenn du willst. Ich sehe auch keinen am Fenster. Auch keinen ums Haus rumlaufen. Weißt du, was die da machen? Campen, hoffen, dass wir Wetten kommen. Er kommt. Ich hab das. Laufen. Er ist drin. Komm, jetzt die Treppe hoch. Schieß ein bisschen. Dass er denkt, wir sind noch da oben. Er hat gerade kurz hochgesehen. Ihr schießt jetzt ein Fenster rein. Das ist so klar. Das ist so klar. Du hast ihn gegen das Treppengelände geschmissen. Der ist hoch, der ist hochgekommen. Wieso das denn, wieso? Er war doch dein. Wieso hast du mich so sehr? Das tut mir voll leid, Alter. Melden. Heaven Warrior, Teambeschuss. Nein! Dave, willst du echt mitspielen? Dave, lass es, bitte. Für deine eigene Gesundheit, lass es. Dave ist nicht da. Doch, ist er. Nein, das ist Dave. Du bist Dave. Dein Name ist eine Fälschung. Wir haben auch gestern den echten Wambo getroffen. Nimm an! Hab ich. Failed to send. Ready, ready, ready. Wieso kann ich nicht umstellen? Achso, wir sind ja schon auf Squad-Gedöns. Wohin willst du? Jawohl, Regen.
Der Dave Dennis ist als Neues dazugekommen, der sagt, wo wir hingehen. Nulter. Weißt du, was bei mir gefallen ist, Tobi? Mein Lebenswille. Ja, okay. Der fällt ja täglich bei dir. Der fällt stündlich. Das sind vier Mann. Vierer Team auf der rechten Straßenseite. Ich geh zur Halle. In Richtung Dein. Ja, die halten sich zusammen, die landen zusammen. Ja, die sehen, wenn wir auf die andere Seite gehen, dann werden die auf die andere Seite. Ich bin neben deiner. Das ist so öfters passiert, ja. Nein, Gott sei Dank schon wieder viele Schrotflinten. Ja, war schon eine. Vielleicht finde ich jetzt ja wieder 12 Achtfachvisiere. Dann können wir sie mit Visieren erwerfen. Aber du weißt ja, wie man so sagt, Tobi, der Lootgott nimmt es und der Lootgott gibt es. Doch meistens nimmt er. Doch er lässt es dir nie an Pistolen mangeln. Und Schrotflinten. Naja, ich wünschte mir, ich hätte lieber keine Pistolen, dann würde ich mich nicht verspottet fühlen. Der Hohn brennt. Was, dein Hohn brennt? Der Hohn? Na, das Einzige, was noch brennt, ist mein Kopf, weil ich mir so lange meine Haare nicht mehr gewaschen habe, aber das ist ja was anderes. Wie romantisch ist so? So, ich sehe einen von denen auf 165 bei dem Turm. Die laufen jetzt alle drei Stück laufen weg aus Milta. Links weg. Zu den Häusern. Kommen sie auch aus dem Osten. Gelbe Markierung sind sie gerannt. Wer ist hier den vierten? Wo ist der vierte? Auf 210. Ich hab sogar einen getroffen. Hier ist noch einer, beim grünen Haus. Bei mir. Direkt bei dir? Ja. Grünes Haus, das ist ja bei mir. Genau. Ah, ich sehe sie. Im Haus oder beim grünen Haus? Der ist draußen, der hat mich beschossen. Der VSS Franz kann leider noch nichts sehen. Ah, der ist jetzt auf dem Dach vom anderen Haus. Ja, hat mich. Scheiße. Bei denen kommt der Drop runter. Jetzt weiß ich, warum die da hoch sind. Aber da waren drei, also dann sind doch hier fünf.
Die drei sind los und zwei sind hier gerade hier angekommen. Also einer hier und der andere ist hier hinten auf dem anderen Haus gewesen, bei hinten bei 165. Da müssen zwei Squads hier gewesen sein. Ich sehe ihn, er läuft unten lang. Sonny, pass auf. An deinem Haus vorbeigelaufen. Auf welcher Seite? Straßenseite? Straße, oder? Nee, nordwestlich. Richtung Kühlschrank. Er ist also um dein Haus so rumgelaufen. Ich weiß nicht, ob der hochkommt. Also. Ja, der war an ihm, am Dave. Dave Dennis. Er setzt sich der durch. Er ist hinter dir. An dem Haus muss er sein. Ist aber nicht ins Haus rein, ich habe nicht reingehen sehen. Nice. Dostin, hast ihn. Ich hab ihn. Er stand da, ich konnte ganz gemütlich auf ihn schießen. Das ist schwer. Ah, der hat der Typ in Zyp. Nee, der hat gezielt mit der Waffe. Der Typ ist in Südosten Richtung Drop gelaufen, aber der könnte man wahrscheinlich zu dem Schaden. Oh, schön, zweifach und vierfach. Möchte einer von euch ein Vierfach? Zweifach hatte ich auch. Ja, der wird deins wahrscheinlich genommen. Naja, so, ja. Ich hab lieber zweifach. Ich bin da irgendwie besser mit. Vor allem, weil ich VSS hab. Du hast eine VSS? Ja, ich lenke das Vierfach dorthin. Ich habe auch eine VSS. Ich habe vorhin auf die Typen geschossen, die zum anderen Compound gelaufen sind, habe sogar einen getroffen. Wahrscheinlich hat sie nicht mal was abgezogen, aber. Ja, ich habe einen auch dreimal getroffen, ich weiß nicht. Mal gucken. Ich habe auf den Turm extra draufgestellt, damit ich schön in die Sicht habe. VSS macht keinen Schaden. VSS macht weniger Schaden, als wenn du die Leute verprügeln würdest. Mhm. Ja, gut, eine Pfanne macht echt viel Schaden. Ja, aber ich meine die Fäuste. Die männlichen Fäuste. Habe ich wieder meine tolle Glock 18. Sie haben nirgendwo da hinten mehr einen rumlaufen, also sind die Richtung Airdrop weggegangen. Dass ich, wenn ich hier vorne am Gitter stehe, nicht mehr zoomen kann. Wo liegt denn eigentlich die Leiche von dem Typ? Ich kann erschossen auf eins, oder was? Ja, vielleicht hat sie noch ein bisschen. Ja. Alternat. Ich hab schon geguckt, also in Zweifach und in Vierfach hatte ich da raus, da aus der Ecke von der Mauer, da liegt der. Ja, ich brauch 5, 5, 6 Muni. Ich brauch 9 mm. Ja, 9 mm könnte dir 60 Schuss abgeben. Ja, gern. Ich könnte dir 50 5,5 geben. Und die würde ich nehmen. Ich bin gerade bei dem Typen abgestaucht, weil ich habe eine M4 deswegen. Zack. Warum ist er da? Ganz klar. Oh, dass Dennis gleich wieder gehen musste. Oh. Er war mit unserem Fluch belastet. Scheiße. Wir haben's ja gesagt, er soll nicht mitkommen. Dennis. Ja. Wir haben dich gewarnt. Ja, sorry. Du wolltest nicht. Mit deinem jugendlichen Leichtsinn. Wollte eigentlich nur im Weg stehen, ich habe nichts gebraucht. Sollen wir zu dem Compound da Nordosten? Ja. Dustin, kommst du dann auch mit? Ja, ich bin unterwegs. Zu grün?
Das Witzige ist, die VSS wird von der Leistung her angezeigt wie die M16, ne? Aber ich denke, dass die so viel Kraft auf Distanz verliert. Ich glaube, die verliert Kraft, wenn man sie anguckt. Ja, gut, das klingt auch logisch. Und da du die Waffe beim Schießen vor dir hältst, verliert sie permanent Kraft durch Krebs. Was? Ach, ich muss jetzt irgendwie an ein Lied denken, das heißt Krebskolonie, und die singen immer Kraft durch Krebs. Wie schwul ist das? Krebs macht frei. Eisregen, kennst du die Band? Mhm. Das ist sehr komisch, die Runde dauert jetzt schon mindestens 5 Minuten und mir hat noch keiner die Rübe weggeschossen. Irgendwas passt hier nicht. Hier wird auf den Ziel geraten, die Rübe weggeschossen. Das ist auch okay. Braucht jemand, braucht jemand 762? Nope. Hat jemand 762? 30. Ich hab 75 Schuss, die ich nicht brauche. Dann wechsle ich auf die AK und ihr könnt noch 30 von meiner 5 und 6 haben. 60 von meiner 5 und 6. Noch jemanden zweifach? Ob jemand noch braucht jemand? Ja. Ja, ich will's nehmen. Ich habe auch Rotpunkt, also wenn du ihn haben willst. Na, davon habe ich gut. Da, guck mal hier. Hab die Muni hingeschmissen. Wie das außer Medic mit euch? Ich habe nur 10 Verbände. Ja, ich nehme gar nichts mit, ich sterbe ja sowieso immer. Okay. Ich habe 3 Energies und 4 Schmerzmittel. Tobi, da kannst du was haben. Nein, da habe ich Schmerzmittel und Energy. Okay, Verbände habe ich auch nur 5. So, hier, ein Energy für, also Erste-Hilfe-Koffer für den ersten und noch ein Erste-Hilfe-Koffer für den anderen. Sagt sie, jetzt hat die dann Erste-Hilfe-Koffer. Brauchst du Energies? Hab ich einen und Schmerzmittel habe ich auch einen, also nein. Oh, wow, hier hat einer reingeschossen. Das war ich. Junge. Wieso tust du das? Alter. Ich habe mir kurz überlegt, ob ich dich erschießen soll, Dustin. Warum? Weil du mich vorhin erschossen hast, du Blöder. Ja, aus Versehen im Kampf des Gefechts. Im Kampf des Gefechts, also. Ich hätte einen Entscheidenden, für niemand würde es merken. Im Kampf des Eifers. Im Kampf des Eifers des Gefechts. Ja, entschuldigung. Aha. Dustin, hier wird dir alles nachgehangen. Ja, merke ich. Und hör auf, dich zu entschuldigen, das macht's nur schlimmer. So. Sonder ist der Posten. Ich stehe auf sonderbarem Posten. Hm. Ich habe noch einen Kompensator für eine Sniper Rifle, falls jemand was findet. Sind die jetzt echt noch rübergelaufen zum Powerplant, oder? Kann gut sein, ja. Dicken Hut abstauben. Wo wollen wir hin? Keine Ahnung. Ich will nach Hause. Ich würde mal fast behaupten, wir können uns mal die Füße stillhalten. Ich mach's jetzt so nochmal. Ich denke eh, dass die Richtung Shelter gehen wird.
draußen liegt ein Medipack. Gefährlich, gefährlich. Ich will jetzt solche miesen Sachen machen, ich. Hier ist noch AKM. Ich nehme die Munition mit. Franzi? Ja, danke schön. Aber ich brauche eigentlich eh nicht mehr als 30 Schuss. Bevor der die 30 Schuss verballert, ist er längst schon tot. Stufe 2 Helm. Stufe 2 Rucksack. So, Stufe 3 Rucksack. Gucken mit die Zähne geht's. Geschossen am besten. Was ist denn da? Nicht viel. So, und sind mittendrin wieder in der Zone. Gefängnis oben und Mülltor ist noch drin in der Zone. Die Farm. Die einzigen, die uns gerade wirklich gefährlich werden können, sind die, was hinter uns. Also quasi Powerplant, die müssten jetzt hier wieder reinkommen. Mhm. Ich denke, die werden hier drüber laufen. Bisschen zu mir vielleicht. Ich habe jetzt 4 erste Hilfe gekriegt, ich kann das abgeben wieder. Ja, Spaß oder Liebe. Bist du da rein oder was in die Häuser? Nee. Wie hast du jetzt? Was? 8 Verbände, ein Schmerzmittel, ein Energy Drink. Ich hab den neuen. Ist klar. Hinter uns, Power Station. Da muss es kommen. In Richtung zu uns. Ah. Hier. Gelbe Markierung. Falls ich es richtig höre. Ja, gelbe Markierung da unten geballert.
sehe ein, südöstlich, an dem Turm, der da ist. Gelbe Markierung. Oh shit, der Erdogan direkt östlich außerhalb vom Holzfällerlager. Das ist kein Problem. Wir kümmern uns jetzt erstmal um die, die hier im Berg hoch. Ja, ich komm zu euch. Da steht ein Buggy bei dem Turm. War klar, das Holzfällerlager ist genau die letzte Zone, wo es jetzt hier gleich abgeht. Nur 30 am Leben, das wird hart. Im Turm ist oben einer drin, da ist die Tür aufgegangen. Und hinterm Turm sitzen zwei Stück. Ich habe keine Sicht auf den Turm. Mein Gott. Gesundheit. Versuch mal unauffällig die Position zu wechseln. Ja, hinten am Turm steht einer, ne? Der steht einfach nur. Ja, jetzt ist einer aus dem Turm rausgelaufen, läuft nach links. Die laufen nach links hoch. Jetzt läuft er zurück zum Turm. Werden sowas gleich irgendwo von der Seite aufgerufen. Hab einen ausgenockt. Den hinterm Turm habe ich ausgenockt. Hier vorne liegt der Nebel, willst du ihn töten? Soll ich töten? Nein, schieß nicht weiter auf ihn. Soll ich wie an der Schalldämpfer weiß? Töte ihn. Ist er drin. Ist tot? Wer passt hinter uns auf? Niemand. Niemand? Ich sag ja, wir werden nicht. Dann geh ich mal ein bisschen gucken hier. Im Turm ist die Tür zugegangen. Da sitzt also noch einer drin. Ja, ich habe auch einen rumlaufen sehen. Okay. Aber die vom Turm haben ja auch Richtung Süden geschossen. Da müssen also noch mehr sein. Die sind mit einem Buggy gekommen, also denke ich, dass die beiden am Turm zu zweit nur waren. Genau auf 240, an diesem Gebäude, gelbe Markierung, steht ein Dacia. Mhm. Könnte auch so nicht hinter... Turm ist wieder offen. Ja, der läuft immer noch im Turm rum. Ist jetzt im rechten Zimmer. Guckt quasi Richtung Westen raus. Tür wieder zugemacht. 24 Gegner, scheiße. Und hinter uns hat jemand den Airdrop bestimmt gekriegt. Worauf schießt du? Auf den Typ im Turm. Ah, okay. Siehst du ihn? Der ist gerade kurz vorbeigelaufen, hat einen Hit kassiert, aber das würde nicht viel interessieren auf die Distanz. Ja, toll, jetzt kommen die alle von noch mehr zu uns. Oh Gott. Wir müssen hinter uns aufpassen. Also im Turm ist maximal einer. Und der muss aber es kommen links welche vom Turm. Weit weg, Südosten. Vom linken Turm? Oder nee, warte, ich markiere. Ungefähr hier. Siehst du das? Na, mehr hier so. Aber noch viel weiter hinten. Okay. Ja, ich sehe sie. Ja. Rennt jetzt nach links. Bin verscheucht. Ich finde das nicht gut. Im Holzfällerlager kein einziger. Also der im Turm drin hat auf jeden Fall kein Visier, weil der piekt immer nur raus und der hat mich auch schon ein paar Mal gesehen, aber der kassiert immer nur und es lässt sich niemand von der VSS treffen, wenn er ein Visier hat. Denk dann auch ein bisschen nach rechts zu gucken, ne? So. Ja, ja, in die Richtung. Dabei, wo blau ist. Der Dacia unten macht mir Angst. Aber das ist gut in der Zone, der gelbe Dacia. Die Typen sind jetzt bestimmt nach links weggelaufen, die, was du gesehen hast. Ah, ich seh noch einen. Ne, ich seh sie noch, ich schieße auf sie. Ja.
Ich sehe drei Leute bis jetzt. Also die weiter hinten. Er wird angeballert, einer von denen. Ja, die kämpfen gegen andere. So, wir kriegen Besuch aus Osten. Ja, Osten, da sind wir ja. Da schießen wir ja noch. Okay, ihr müsst in die Zone kommen. Ja, ja, der Typ von der Zone kommt gleich, die kommen gleich zu mir. Oh, wie viele sind das? Acht. Oh, oh, zwei Stück. Komm hier rüber. Ja, die werden von südöstlich genau der Richtung nach vorne kommen. Franz von links von dir ein bisschen, ne, so. Habe ich ausgenommen. Franz, komm hier hinter dem Baum, schnell, beeil dich. Die sind da. Östlich, südöstlich, da vorne sind die. Zwei Kills. Okay, einen habe ich getötet. Von der Seite. Oh, hinter uns hat irgendwann jemand aus den gelben Häusern rausgeballert. Ja, Kopfschuss, keine Chance. Das ist so nervig. Wieder dasselbe Scheiß. Versuch uns rauszukommen. Komm um den Baum rum, komm her. Ach, lass mich doch einfach sterben. Nein, komm her jetzt. Ich lass dich nicht einfach sterben. Erlöst mich von diesem lächerlichen Ball. Der hat mich und ein Ding gleich zwei Schuss, zwei Treffer. So einfach gebe ich den nicht auf. Wir machen es jetzt einfach so, wir smoken und engagen. Ihr passt hinter euch noch ein bisschen auf. Hinter euch kommt auch ein ganzes Team. Muss mir jetzt erstmal heilen. Nicht erst. Ey, an eurer Stelle würde ich jetzt Richtung Grün ein bisschen an den Zonenrand entlang laufen, noch ein Stück, dass ihr weg von dem gelben Haus kommt. Und dann quasi vom Osten aus reindrückt. Es geht links runter. Geht. Ja, oder? Ihr macht das schon. Ich krieg mich rein. Ja, aber du gehst ja direkt in die Sicht vom gelben Haus. Ja, ich gehe ja schon ein bisschen links runter. Links von euch müssten auch noch mindestens zwei Mann sein. Da habe ich einen gekillt von dem Dreier-Squad. Also ihr habt jetzt noch ein Team im gelben Haus und eins links von euch. Links wird geschossen. Ich mach jetzt mal das, was ich am besten kann und zieh den Beschuss auf mich, dann weißt du, wo die Gegner sind. Nein, renn nicht jetzt da durch einfach. Ist nur ich muss gar nicht rennen. Rechts von dir liegt einer. Rechts. Da. Okay, nice. Der ist tot. Dann habt ihr noch ein komplettes Dreimann-Team. Gelbes Haus wahrscheinlich. Hat er euch gerade eben nicht einmal getroffen, oder? Mich nicht. Julius! Nein! Rechts oben. Ganz rechts oben. Da, rechts. Zwei Mann. Ja, keine Chance. Ja. Aber gut gespielt.
Den einen oben, das waren noch zwei Teams. Der wo. Yes. Doch, getötet, ich hab gerade auf einen geschossen und der ist sofort gestorben. Ja, okay, dann waren es noch zwei Teams. Der aus diesem gelben Haus, das war der, das, den habe ich erschossen. Okay. Aber der war auch sofort tot, der hatte gar nicht, also der ist mit zwei Schüssen oder so gestorben, der hatte auch nichts mehr. Der war schon kurz vorm Ende. War eine gute Runde jetzt. Teamrang 2 ist doch nicht schlecht. Hey, der Wellplay Dennis ist ja auch noch da. Ich dachte, der wäre schon vor lauter Trauer gegangen. Die Segel gestrichen. Ich bin in 2 Sekunden wieder da. Ja, okay. Oh, meins hat schon wieder gecrashed, wow. Kauf dich einen neuen Rechner. Dennis? Ja? Spielst du wieder mit, oder? Ja, ja. Vielleicht lebe ich ein bisschen länger. Hoffen wir doch. Hätten wir jetzt auch mehr gerissen. Aber hat es recht, dass die gerade vom gelben Haus kommt, lag ich leider auf der falschen Seite vom Baum. Hallo. 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 Nur ein Squad links. Ein Squad rechts, 3, 4, 5. Okay, der eine gerade ab. Tauchen ab Richtung Ruine. Ja, im Wasserdorf gehen auch welche. Sind noch 2 von den 7 übrig auf meiner Seite. Einer bei dir, dürfte ein Squad noch mit uns sein. Wir sind 2 Stück. Die drehen nicht ab. Einer geht Halle, einer ist rechts von mir. Es sind 2 Squads mindestens noch dabei. Eins links von uns, eins rechts von uns. Und die sind alle 100 Jahre vor mir unten. Wieso 100 Jahre, 200 Jahre? Gehen das nicht groß aus, Sonny. Oh toll, da ist einer auf dem Dach, das ist ja angenehm. Ja, schießt jetzt Waffe gefunden. Der. Ja, Dennis, lauf lieber, das sind 2 Leute. Da schmeißt Scheine mit Molotow. Was ist denn mit denen? Sodom und Gomorra herrscht hier. Stiefel, was ist mit Stiefeln? Hier ist noch eine Weste drin, Franz. Ich bin jetzt selber schon in den Haus rein, ja. Also wenn jemand in mein Haus kommt, dann bombardiere ich ihn mit Nades. Andere Straßenseite ist auch einer. Ist
jetzt auf dem Dach und schießt auf mich. Hat einen Hit kassiert von jemand anders. Ja, die. Muss dich bedanken. Wird voll nice. Ich hab ja nur eine Pistole und schieß auf den und auf einmal geht der AKM geschossen los und trifft den noch. Ist jemand von euch in meinem Haus? Nein, ich bin an deinem Haus vorbeigelaufen. Gut, dann verabschiede ich mich schon mal. Komm. Obwohl, nee, das war wahrscheinlich dann doch du. Nee, ich bin weiter weg. Ich hab sowieso noch keine Waffe. Ich hasse diesen Stress am Anfang. Uncool. Michael, wie war das? Keine Ahnung, einer von den 1000? Ist bei mir im Haus, okay. What the? Hä? Okay. Lol. Da war noch ein zweiter. Ich habe auf einen mit einer Schrot geschossen und naja, der nimmt jetzt sich immer einen Scar. Damit fände ich jetzt nicht. Er hüpft einfach runter, Dennis. Ja. Ich kann rum wie James Bond mit einer Pistole, Mann. Komm her. Nein, passt schon. Ich habe eine OMP und eine AK, da kann ich was abgeben. Mit der Pistole fick ich alles, da ist Schalldämpfer drauf. Mhm. Und ein Vierfach kann ich jetzt auch gleich dann machen. Auf dem Hügel laufen zwei Stück. Die laufen jetzt da nach unten. Zu uns oder was? Nee, auf der anderen Straßenseite. Die Hügel, ja. Kommt jemand zu euch? Auf der Straße. Anzeigen gesehen. Und jemand kommt zu mir. Wo ist der jetzt, der auf uns ist? Sehe ich nicht. Ich höre nur noch den bei mir. Aber gleich zu. Bring ihn direkt um. Da ist noch einer gewesen. Schade. Entschuldigung, was ist los? Du lebst noch. Stell dich nicht so dicht an die Wand, dann kannst du auch zingeln. Ja. Ich kann nicht weiter von der Wand weg. Okay. Wo ist der denn? Auf dem Boden da links, 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 links. Junge, wie weit geht denn seine Uz, seine Schrot? Die S12K geht schon ziemlich weit. Schön, Dennis. Der ist im Haus nebenan. Oh.
Mach mich hier vor Verbinde rein. Ja, ist klar. Der hat keine Fenster, keine Wände gehabt, ohne Witz. Anders geht es nicht. Von wo hat denn der geschossen? An der Mauerstraße. Tja, dann kann ich jetzt engagen. Franz, du hast am längsten überlebt, was geht? Da ist doch einer. Aha! Oh, Junge, wird schon von irgendwo abgeballert. Ins Haus rein, schnell! Ist da wieder raus, ein anderer hinterher. Wo ist denn der Wichser hin? Ja, hinter den Mauerbetten, wieder hinter dir. Da hat er auch gerade Dennis rumgetötet. Hallo Dennis! Kommt raus, anstatt drin zu bleiben. Oh, wie übel! Was macht ihr da? Was macht kein Mensch? Das klappt aber, siehst du es nicht? Ja toll, und jetzt macht brrrt und dann beide tot. Da oben auf dem Hügel sind überall. Hier läuft immer noch der eine Typ, der uns alle getötet hat mit dem Helm und dem weißen Typ. Ihr zwei seid solche Freaks, ohne Witz. Wir sind Overprogrammer. Sowas macht kein Mensch. Jawohl, die fisten sich gegenseitig. Hm? Jemand hier? Raus. Toll. Der schrutt schon wieder, Alter. Der hat. Ey, ich dreh durch. Der schießt durchs Fenster. Der schießt der immer durchs Fenster. Schöne Ansicht, Dennis. Ist das immer noch der gleiche? Deine Ansicht ist überm Haus. Ah! Bleib lieber oben. Alle drei haben sie uns getötet, ich dreh durch. Ja, ja, wir haben gesehen, wir haben den Kopf nur gesehen, aber. Das ist doch scheiße. Ich bin auf Toilette. Mein Spiel hat gecrashed. Ist jemand raus oder was ist los? Nee, mein Spiel hat gecrashed. iPhone 8 soll über 1000 Dollar kosten. Mhm.
Ist der Dennis überhaupt schon wieder da? Ja. Okay. Tut mir leid, dass ich auf meine Teammitglieder achte. Ich hab dich vorhin unter Einsatz meines Lebens ins Leben zurückgeholt, also. Danke. Ich bin mir sicher, der eine Typ saß einfach auf der anderen Seite vom Haus und hat da durch die Fenster gepiekt. Während wir in unserem Wahnsinn anders angetan haben. Sechs Mann, Dennis, dreh ab. Wohin? Zu mir zurück vielleicht. Das sind sieben Mann. Wir können uns da zu dieser Farm da gehen, den Hof da. Villa ist keiner. Oder die sind mal einer von links. Einer von links kommt da zur Villa. Die dreht auch ab. Weiter durch. Also ich finde mal raus, ob jemand bei der Villa ist. Ja, ich bin auch da. Da! Da! Was hat die jetzt für Geräusche, Alter? Kennst du diese Star Wars Meme? It's safe. It's not safe. It's not safe. Wie heißt das? Meme? Meme. Irgendwie so. Mem. Du Memme. Bis jetzt sehe ich noch niemand. Nur no, hier im Schlafzimmer wie ist auch keiner. Höchst verdächtig. Schlafzimmer ist keiner. Ah, dann ist keiner da. Dann ist safe. Mir ist schon klar, dass beim Dustin niemand im Schlafzimmer ist. Der hat geschmerzt. Deshalb. Weil es weh getan hat. Du hast ihn genau getroffen. Right in his feels. Where the feeling. She's believing. Aha. Fast hochgekommen. Habt ihr was gegen meinen Gesang? Nein, ich hab nur generell was gegen dich. Aber ich komm zu euch. Will ich denn einer hier haben? Ich kann auch woanders hingehen. Sterben. Möglichkeiten über Möglichkeiten. Er bringt ein Auto mit. Ja, ja, ich fahr jetzt vorbei. Ich nehme alle mit, außer das da. Das ist okay. Dinge, mit denen ich leben kann. Ja, für freche Fresse bleibt man da. Das da. Die Gesetze der Strafe sind einfach hart. Wenn ich für jeden Schalldämpfer für eine Pistole, den ich finden würde, einen Atomschlag kriegen würde, dann hätte ich zwei Atomschläge. Ist ja schon mal mehr als einer. Kim Jong-un würde begeistert sein. Kim Jong-un. Kim Jong-un. Kimme, ne, ne, auf der Mitte. Möchte einer Scar haben? Ich würde gerne eine Scar haben, aber ich wahrscheinlich würde Dennis auch noch eine Waffe haben wollen. Yes. Yes, we can. Bei mir würde auch noch eine M16 liegen. Darf ich dann wenigstens mit Auto fahren? Ja. Bist du schon so alt? Ja. Okay. Dann können wir drüber reden. Dennis, ich hab's dir doch schon hingelegt. Also ich wollte nur nennen, nicht, dass du jetzt gleich das ganze Haus durchsuchst. Danke. Bist du ein Holo? Hast du was? Ich hab Rotpunkt. Alles klar. War jemand schon mal bei den Häusern außerhalb? Ja, da links an dem Haus war ich. Dann lasse ich das.
Wenn jemand eine Snipe findet, ich habe einen Mündungsfeuerdämpfer. Ich hab einen Hat jemand AKM? Ich habe 7 Muni. Ich habe AKM. Ich schmeiße zum Auto. Dennis, was für eine Waffe hat. Dennis hat bei mir eine Pumpgun und eine Scar gleichzeitig in der Hand. Geil, wa? Oh, Rambo ist unterwegs. Ja, ohne Witz. Jo. Jetzt sind noch die Schuhe. Ey, was soll das? Bringst du Waffen mit? Dann darfst du mitfahren. Ich bring dir einen Kopfschuss mit, ist das in Ordnung? Nee. Vor allem, daher du jetzt gefahren bist, habe ich keine Ahnung, wo die Muni liegt, die der Dennis abgeworfen hat. Ja, hier vorne. Ja, genau, hier vorne. Hier bei mir, hier bei mir. Genau, hier. Jetzt unglaublich. Ich habe noch keine Weste. Ich habe eigentlich gedacht, dass du schon gemacht hast. Aber ein Dreierhelm. Ja. Gelb war ein Gegner. Oh Gott. Alles fängt ja schon gut an. Ich frage mich, wieso die Autos 5 Sitzplätze haben, wenn man nur zu viert spielen kann. Und dann kommt noch was. Ein Durchfall. Wenn im Zombie-Mod die Zombies auf. Ah. Ja, toll. Wer wird wieder getroffen? Der größte Trottel aller Zeiten. Der mit dem Stufe 3 Helm. Und keiner Weste. Der Dustin hat auch einen Stufe 3 Helm. Schießt auf ihn! Ich hab ne Weste, also. Shoot on the other person. Mensch. Mensch. Menschen. ,6 liegt hier noch. Ich weiß ja nicht, wer die brauchte. Dennis, hattest du Level 1 Helm? Ne, 2. Okay. Wenn jemand eine Weste findet, sagt es, davor gehe ich nicht aus dem Raum raus. War du das, Sonny, der Level 1 hatte? Ja, genau, hatte Level 1 im Ohr. Ich hab Level 2 auf. Willst du jetzt in dem Raum bleiben und flennen, oder? Ja. Ich würde ja ein anderes Spiel spielen. Aber die Ergebnisse sind immer dieselben. Wo waren denn die Typen, die auf uns geschossen haben? Das ist ja Wahnsinn. Ich hab schon geguckt, ich hab keinen gesehen. Dachte auf dem Feld. Ja eben, der muss hinter dem Stroh angelegt werden. Man liegt hier nirgendwo eine Weste rum, das ist so unglaublich. Also ihr seid auch die letzten Wichser, oder? Du wolltest nicht aus dem Raum raus, wir suchen eine Weste. Komm her, ich hab eine Polizeiweste schon vereint. Du kannst mich am Arsch lecken, ich geh jetzt einfach irgendwo anders hin. Komm her, ich hab eine Weste für dich. Wir haben doch schon eine, komm her jetzt. Ich spiel nicht mehr mit euch. Ich find mein Glück woanders. Oh, 5,6 Mini. AKM auch noch, cool.
Der Jeser, da kommt jetzt nicht sich die Weste abholen. Geht in einen anderen Compound. Warum? Okay. Das sind die Türen offen, Dennis, ne? Ich hab 67,6, will hier einer? Jetzt lass ich sie hier. Wir sind verteilt wie die größten Noobs jetzt. Wo will er denn hin? Ich fahre nicht mit euch mit, verpisst euch. Wenn ich sterbe, dann will ich bei meinen Freunden sterben und ich habe keine Freunde. Wir haben sogar eine Weste für dich gefunden. Du kannst mir die Eier lutschen, wie wäre das? Oh Gott, willst du meine Weste haben? Ich bin nicht in diesem Raum gesessen und habe geweint, sondern ich habe mich geheilt und ihr habt euch einfach verpisst. Ohne was zu sagen. Das ist Verrat. Kann man nicht reißen. Boah, Junge, wird schlecht, hör mal auf jetzt. Oh, Alter! Es kann nicht sein, dass diese Granate von mir war. Das kann einfach nicht sein. Ah, an der Schule unten wird geschossen. Oder ja, am Schwimmbad. Sehe ich. Ja, wir bleiben jetzt bei dir in der Nähe am besten. Ja. Aber worauf schießt du? Ich habe einen gekillt. You what the fuck, was? Hey, hast du jetzt angemacht oder was? Agro-Mode on. Hab einen gekillt, einmal geschossen, batz. Es geht. Da läuft noch einer an der Mauer rum. Ich seh da gar nichts, Mann. Ich hab keinen. Ich hab nichts, nicht mal einen Rotpunkt. Willst du einen Rotpunkt von mir? Ja, wenn du eins übrig hast, nehm ich eins. Ich geb dir eins, Bruder. Die laufen da von unten an der Mauer rum, gell? Und die schauen zu uns hoch. Ich wollte euch nur sagen. Ich meinst das Rotpunkt. Also nicht, dass ich mich für euer Leben interessiere, aber. Molo, mir ist das egal. Mir ist egal. Dann nimm das Rotpunkt. Viel Spaß damit. Motorrad von rechts. Rechts oben, Berg hoch. Zwei Sitze. Ist jetzt oben. Hat, glaube ich, angehalten. Wo waren die denn an der Schule? Ah, Motorrad sind sie an der Schule. Problem ist, dass die Kugeln sehr lange brauchen, bis sie dann nach unten fliegen. Lauf links an der Mauer entlang. Am Ende des. Da ist er. In der Mitte von der Rasen. Wo der Motorrad steht, nach links. Naja. Du hast null Deckung, ne? Auf die Entfernung. Ja, ich hab ja auch null Weste, das ist total egal. Ja, aber auf die Entfernung können die dich sehen, dass. Ja. Dennis! Ich bin einen Schuss abgekriegt und bin schon wieder fast tot. Ist doch. Na. Ich will nicht mit denen spielen.
Treppen hoch, Dennis. Auf mit dem Baum im Rücken. Okay, fein. Dennis, dein Helm ist weg, ne? Mhm. Sind wir halt wieder mittendrin in den Gegner. Hinter uns werden wahrscheinlich auch noch 20.000 Stück kommen. Höchstens 39. Aber die kommen. Nein, von der Schule müssen wir hier hoch. Naja, die werden unten reinlaufen. Was fährt? Na toll. Schnell hoch zu dem gelben Haus. Aber da wird das Motorrad drin sitzen. Ich gehe schwer davon aus, dass da die Motorradfahrer drin sind. Ah, es ist gar kein Haus in der Hand. Aber hier steht ein Motorrad. Die sind oben in dem gelben Haus. Pass auf, die sind oben in dem gelben Haus. Bleibt einfach das weiter auseinander stehen, dann erwischt uns nicht jede Bombe wahrscheinlich. Wenn wir zusammenstehen, dann haben die größten Überlebenschancen. Down oder steht man auch so? Nee, man geht erst down. Zieht eure Rüstung aus, dann zerstört ihr das Bombardement nicht, wenn ihr getroffen werdet. Okay. Oh, toll! Fuck you! Also lauft los. Wir haben einen sehr weiten Weg. Wir könnten drei Stücks Motorrad nehmen. Mit Seitenwagen da oben. Ja, wir müssen durch Pochinki, lol. Da unten steht ein Jeep. Vor uns. Wenn er nicht gleich durch Beschuss explodiert, können wir den nehmen. Raus hier, raus hier, raus hier, raus hier, raus hier. Nein! Ich will aussteigen. Franz! Hm? Was ist das jetzt? Ich konnte mich nicht bewegen, weil du in mich reingefahren bist und ich bin Gott froh, dass du mich nicht überfahren hast. Du bist in mich, ich lach dich jetzt auch. Sonst hätte ich jetzt mit Riesengeschreien Rage Quit gemacht. Kein Gas mehr gegeben. So, dann bring ich's mal blau. Ich hab ihn nur durch die Motorhaube schwimmen gesehen. So, mal gucken, wer jetzt getroffen hat, am nächsten Schuss. Aber wahrscheinlich nicht ganz. Häuser hier rechts noch mitnehmen. Echt? Soll ich in Häuser reingehen? Ich weiß nicht. Nö, ich will mitnehmen. Wir looten nur noch von Leichen. Willst du wieder rausfahren? Hier ist ein Touch, ja. Wo steht der? Links von uns. Okay. Ja. Gucken wir, ob der
eingeschalten war. Licht brennt nicht, der ist gespawnt. Hier lag 7 verbannt, also waren die hier. Mal wieder hoch auf den Berg. Guck, ob sie da irgendwo sitzen. Unten steht ein Jeep drin. Drin, in der Halle. Nee. Auf dem Hof quasi. Links schalte. Okay, ich bin raus. Osten, ja. Also ihr habt noch ungefähr 5 Sekunden, mich zu retten. Die umlaufen uns links. Danke dir, Franz. Als Maul. Keine Ahnung, ich war nicht mal allein. Einer so eine Richtungsangabe machen? Von ja, Süden links. Kommt immer einer. Oder wird geschossen. Die aus dem Süden kommen hoch. Oh, am Haus ist eben. Kommt rein. Das ist so ein Witz. Ja. Der hat mich gesehen, ich war sofort tot, also ausgenockt. Er liegt bei mir. Zu mir kommt noch einer. Wir leben jetzt wieder, kannst rauskommen. Komm. Ich komm rein. Da kommen noch welche aus dem Süden. Geh rein. Tourette. Links. Da ist er. Ja, mal umschalten, ne? Okay, jetzt retzen. Der kommt. Nein. Lappen. Ja, die Zone ist da. Zone killt euch. Also, der Safe Set, Dennis? Nee. Shit. Hier, nimm. Okay, gut, hab ich jetzt Engel. Ja, der hat jetzt seine Leute eingesammelt und jetzt hauen sie ab. Ja, komm, komm in den Jeep. Ja, ich bin dabei. Was ist das? Ich will alles noch raus, was er kann. Ist nicht ganz so weit. Junge, das war knapp. Ich hab nichts. Ich hab mir noch schnell das Vielfach mitgenommen. Ja, ich geb dir erst Hilfekoffer, willst du einen? Ich hab noch einen. Achso, okay, dann ist gut, dann nehme ich wieder noch einen. Krieg mal ein bisschen vom Auto schon mal weg.
kam denn er? Runter hier vorne bei uns oder was? Osten. Aber weit. Osten sind welche? Der Drop ist genau in den Häusern. Wer da drin ist, der hat jetzt. Ist der nicht. Zwei Mann Osten. Ich hab nur 35 Schiss. Der Drop liegt genau in den Scheißhäusern. Na, Zone kommt, wir müssen. Ein Auto irgendwo. Das sind rechts auf dem Balkon steht einer. Genau da vor dir, genau vor dir. Genau vor dir. Da oder was? Irgendwo. Ja, linkes Haus. Das rote Haus, genau da. Oh. Dennis ist tot, gell? Was bei dir schießt, ist ein Gegner. Ja. Yeah. Vorne. Einen ausgenockt. Ich brauche mal eine Pause. Jo, ich auch. Na toll, ich könnte jetzt nur eine Runde und dann bin ich weg. Ich mache auch Pause. Ich, jetzt seid alle für den Arsch. Tschüss. Jo, bis dann. Friends.